Leute wollen ein Stück Garten, irgendwie. Die wollen raus, die wollen Erholung, die wollen Ruhe. Also hier ist die Bebauung, die innerstädtische Bebauung, ganz dicht an die Insel herangetreten schon, um den alten Markt. Also wir haben viel historische Wiedergewinnung des historischen Stadtgrundrisses, innenstädtische Verdichtung. Und an der Stelle sieht man eben auch mal den massiven Kontrast, den wir dann hier entwickeln. Im Jahr 2011 sollte dort tatsächlich ein Wohnhaus gebaut werden. Dann haben sich sehr viele Anwohner stark gemacht, haben eine Initiative gebildet und haben sich dafür eingesetzt, dass diese Fläche nicht bebaut wird mit einem Wohnhaus, sondern das in irgendeiner Art und Weise erhalten bleibt. Es ist ein Park entstanden, der sowohl Spielmöglichkeit als auch noch Ruhe bietet. Wir bemühen uns ja mit dem Projekt, ein Stück Land in die Stadt zu bringen und einfach auch zum Beispiel Kindern durch unsere umweltpädagogischen Projekte da zu vermitteln, wie wächst denn eigentlich so eine Karotte? Die kommt nicht aus dem Supermarkt, die ist dann nicht in Plastik eingepackt, sondern da können sie hier live sozusagen zuschauen und mitmachen. Und ich denke, die Menschen haben immer mehr das Bedürfnis, auch ihre Umgebung mitzugestalten, also sich zu engagieren. Viele Mieter bepflanzen selber ihre Anlagen und wir müssen natürlich zusehen, dann gucken sie aus dem Fenster zum Beispiel, warum haben sie meine Tulpe kaputt gemacht, warum ist die Narzisse kaputt, ja? Weil wir können nicht auf jedes Blümchen achten, wir gehen da durch, weil wir stehen auch in Zeitdruck, ne? Und das ist natürlich auch eine erschwerte Bedingung für uns.